Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Die letzte Woche war ja ziemlich aufregend für mich. Nicht nur die ganzen Crown Championship Erfolge, sondern auch an Abonnenten. Wir haben ja 2000 Abonnenten dazu gewonnen in nur einer Woche. Vielen Dank dafür und es sind auch so viele Videos gekommen. Und ich denke, dass man wieder in einen normalen Rhythmus reinkommen muss. Meine Videos kommen ja normalerweise nur montags, mittwochs und samstags. Und ich dachte mir, heute bringen wir einfach eine kleine Gameplay-Folge. Und wir starten erstmal mit einem ganz interessanten Replay. Da habe ich nämlich gegen einen Level 5 Nachthexe gespielt. Viel Spaß dabei. So, da kommen wir zum Replay gegen Orsch Katzel. Gegen den haben wir schon öfters gespielt. Ist, glaube ich, auch ein deutscher Spieler, soweit ich weiß. Und an der Stelle gerade noch, ihr wisst ja, mein nächstes Video kommt normalerweise wahrscheinlich erst am Samstag wieder. Aber ich bin mir nicht sicher, ich will vielleicht ein Clash of Clans Video bringen. Jeder, der Clash of Clans Videos sehen will, der müsste wirklich einen Kommentar da lassen, damit ich wirklich weiß, dass ihr Clash of Clans sehen wollt. Weil die letzten Folgen von Clash of Clans kamen nicht so optimal an. Deswegen einfach einen Kommentar da lassen, wenn ihr das Clash of Clans sehen wollt. Ich komme mein Update auch ziemlich gut voran. Dann würde ich noch bis Samstag noch ein Clash of Clans Video bringen. So, der Gegner startet ziemlich aggressiv, hat unseren Miner gut abgewehrt. Bisher weiß ich nichts von einer Level 5 Nachthexe. Und er startet schon aggressiv den Golem-Push, ist ein Fehler normalerweise, aber er hat halt einen Elixier-Vorteil. Wir kommen mit unserem Riesen. Er kommt mit dem Eisgolem. Ich schiebe halt erstmal den Riesen dazwischen. Den Riesen schiebe ich oft gerne dazwischen, damit er dann die Minion-Horde beschützt. Genauso wie hier. Minion-Horde kann kommen. Riese tankt. Und da kommt schon die Nachthexe Level 5. Völlig überraschend, aber unsere Minion-Horde ist halt echt dran. Und ich denke, die Minion-Horde kann eine Nachthexe schon ziemlich kontern, wenn er nichts dagegen setzt. Ich sehe das ja auch hier. Wir schieben noch einen Miner davor und das ist dann auch eigentlich schon das Match für ihn, weil ihr seht es ja, der Miner macht den Turm praktisch down. 3 AP bleiben zwar noch, weil der Bogenschütze holt sich den Turm und wir führen 1-0, 1 Minute 40 sind noch zu gehen. Wobei, man, ja gut, er hat den Turm auch immerhin schon ziemlich low auf der linken Seite von uns, auf 752 HP. Jetzt setzt er, glaube ich, eine Pumpe, genau. Wir kommen mit den Minions und dem Riesen. Er setzt keine Pumpe, okay. Kann man es wahrscheinlich später. Wir setzen das Ganze hier, er bringt wieder die Nightwitch auf Level 1, wir bringen die Minions, er spiegelt wieder seine Nightwitch auf Level 5, das ist echt krank. Auf Level 5 einfach, jetzt habe ich schon ziemlich Respekt, was da auf uns zukommt, ihr seht es ja. Die Bogenschützen können zum Glück die Fledermäuse auf Level 13 auch one-hitten. Ich bringe jetzt mir noch ein Kampfholz, das Ganze irgendwie zu killen, er überlegt sich, ob er einen Poison wirft, wäre wahrscheinlich geschickter gewesen. Ich bringe noch die Minions, das wäre sonst richtig viel Schaden geworden. Er setzt eine Pumpe, das ist ein Fehler, weil noch eine, weil kaum noch eine Minute zu gehen gewesen wäre. Ich bringe jetzt direkt einen Miner auf die Pumpe, ganz aggressiv, dann zapp ich nochmal. Da stört es auch nicht, dass er meine Level 3 ist, weil er zum Glück überhaupt nicht angegriffen wird von irgendwelchen Türen. Er kommt mit dem Golem, finde ich interessant, weil der Miner und der Riesen noch ziemlich viel Leben haben, deswegen setze ich jetzt noch eine Minion-Horde. Die Nachteile ist auch nicht optimal, die Bogenschützen kommen auch noch von mir, setze noch einen Eis-Golem, da ist einiges jetzt am Turm. Ich setze auch noch die Minions auf den Golem, aber das war's schon, das war's einfach schon. Wir gewinnen 13-0 gegen einen gespiegelten Nachthexe auf Level 5. Krasses Replay auf jeden Fall. Kommen wir zur Clankampfdrohe. 10 von 10, erstmal 1600 Gold, dann noch zweimal die Valkyrie, die 5 Musketierin, die 3 Musketierin 5-mal, die Lakaien, die Kobold Gang. Macht das alles etwas schneller. Den Sepp habe ich eh schon fast Max, die Mini-Packer, wir kriegen keine Legendäre und kriegen noch 2-mal. Den Giftzauber ist eine ordentliche Truhe auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall alles mitnehmen. Jetzt wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ein, zwei Fights, mal schauen, wie viel wir brauchen werden, am besten, bis wir einen Sieg haben, den Truhenplatz hier voll machen gerade. Ich will mal endlich wieder eine Spielfolge bringen, in der wir in den ganz normalen Trophäen pushen. Läuft momentan nicht mehr ganz so gut. Ich war ja schon bei 5700 Trophäen am Samstag. Da war ich Top 800 global und den besten 800 der Welt. Was schon wirklich stark ist, man deckt sie zwar sehr überlevelt aus, aber die Bogenschützen finde ich zum Beispiel auch nicht sehr stark. Was halt das größte Problem ist, ist echt der Level 9 Feuerball. Der macht halt echt zu wenig Schaden. Kampf ist auch nicht so stark. Und vor allem der Level 3 Miner. Bei diesem riesen Miner-Deck kommt es vor allem auf den Miner an. Und den haben wir halt echt nur auf Level 3. Also mir kommt es wirklich so vor, ich weiß nicht, ob ich das falsch spiele, dass der Miner wirklich fast wichtiger ist als der Riese. Und den Miner dann auf Level 3 zu haben, ist halt schon ein bisschen blöde. Grundruhe wird auch gleich freigeschaltet. Wir starten einfach mal rein in das erste Match und schauen, ob wir hoffentlich gewinnen können. Lol, wir spielen... Wow. Das ist das Replay vom Level 5 Nachthexenspieler, das ich euch gezeigt habe. Und ich spiele einfach live nochmal gegen ihn. What the fuck? Wie unwahrscheinlich ist das denn? Das ist genau das. Das ist der Spieler. Das ist... Oh, ja, krass. Okay. Mal schauen, ob er wieder seine Level 5 gespiegelte Nachthexe auspackt. So, jetzt haben wir wieder das Problem mit dem Miner, der unterlevelt ist. Den werden wir gleich wieder hier sehen. Ah, schöner Feuerball von ihm, kann er so machen. So, jetzt tankt unser Riese. Jetzt können wir den Miner bringen. Spiegelt seinen Feuerball. Alter, was spielt er denn schon wieder?
Interessanter Eisgeist kann er so machen. Ich würde sagen, wir bringen hier den Feuerball, dann treffen wir noch die Pumpe, dann ist die Pumpe auch down. Mutterstart für uns. Er spiegelt wahrscheinlich jetzt wieder seine Nachthexe, denke ich, oder? Ich bin jetzt echt mal gespannt. Er spielt Feuerball. Das ist schon mal eine kleine Änderung. Okay, soweit der bessere Start für uns. Jetzt können wir aggressiv gehen, setzt seine Pumpe. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich denke, wir wieder den Feuerball rausholen. Was spielt er denn noch so? Interessant, er ignoriert das soweit. Wir zappen hier, das ist gut. Und jetzt können wir eigentlich den Miner bringen. Okay, er hat einen Golem in dem Moment gesetzt, das finde ich sehr interessant. Wir pressuren mal ein bisschen. Er muss eigentlich irgendwas machen. Was macht er? Ja, er muss auch nur Nachthexe spielen, genau. Da wird er ordentlich Schaden am King Tower rausbekommen, sogar sehr viel Schaden. Meine Güte, das ist... Der Sieg. Was? Das ist der Sieg? Schon wieder gegen die... Das gibt's ja gar nicht. Schon wieder 3-0 gegen ihn gewonnen. Der spielt aber auch echt ein komisches Deck. Ich weiß nicht, ob wir ihn kontern. Es kann sein, aber ganz krank. Das ging jetzt auch so schnell alles. Ja, wie gesagt, genau, er war bei 5867. Er hätte wieder Nachtreffer Level 5 können. Das hier so live. Aber leider, das kann alles mal auspacken können, weil wir so gepressured haben. Er hat halt schon einfach ein bisschen komisch gespiegelt. Das ist halt auch sauteuer. Und das ist auch allgemein ein bisschen seltsam, um es vorsichtig auszudrücken. Dann machen wir doch gerade noch einen Live. Das haben wir sogar live die 5615 Pokale geknackt, was doch ziemlich krass ist. Aber ich denke, ein Live können wir uns schon noch leisten. Einfach, naja, weil ich das jetzt überhaupt nichts in dem Video drin habe, ganz ehrlich. Ich meine, dann habe ich ja nur dieses eine Replay und die Grundruhe. Das war es ja dann schon fast. Und ein bisschen will ich jetzt doch Gameplay reinpacken. Ah, das habe ich ganz vergessen. Das werde ich vielleicht noch kurz am Anfang reinschneiden. Wegen Clash of Clans und so weiter, ob ihr da mal sehen wollt in die Richtung. Jetzt sieht es hier schon mal schlecht aus. Wir müssen unseren Miner auspacken. Das hasse ich, ehrlich gesagt. Beim Feuerball drüber wirft. Nee, er packt jetzt hier sein Drachenbaby aus. Kann er so machen. Er lässt die Minions aber sehr gut durch. Wow. Ich befürchte, dass da irgendwas Mieses setzen wird gleich. Wir müssen jetzt eigentlich den Minion-Horde auspacken oder sowas. Ich packe jetzt hier einen Riesen aus und hoffe, dass sich die Minion-Horde splittet. Oh, sie gehen alle auf die Elite-Barbaren. Das ist sauber. Ich habe auch wow. Weil ich glaube, die Minions werden sich nicht umdrehen, damit der Golem ordentlich Schaden machen. Er muss einen defensiven Poison werfen. Das kostet. Die Minion-Horde macht trotzdem den Turm fast down. Das sind drei Bogenschützen auf dem Feld. Das ist krass, dass hier gerade so live gut läuft. Ich verstehe das gar nicht. Normalerweise spiele ich live ziemlich schlecht. Ich glaube, der Miner war jetzt schwach. Er wird noch eine Pumpe haben. Hätte ich nicht machen sollen. Aber er ignoriert das Ganze. Das überrascht mich wieder. Das hätte ich jetzt an seiner Stelle nicht gemacht. Und dadurch führen wir jetzt hier 2-0. Oder das kann sogar schon der Sieg sein. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht. Mir ist gerade ein bisschen sehr unwohl, ehrlich gesagt, was ich jetzt dagegen machen soll. Ich denke, wir werden jetzt hier einen Feuerball drüber werfen. Ja, ist halt die Frage, was wir machen sollen. Schwer. Er wird auf 3 Kronen gehen, denke ich. Sehr schöner Riese, der kann das Ganze distracten. Bogenschützen auch noch. Ich hoffe, das Drachenbaby wird sich lange nicht umdrehen, dass die Bogenschützen das auch noch killen können. Ah, jetzt dreht sich das auch natürlich doch noch um, das war so klar. Septe auch noch, das war ein schwacher Sept von ihm. Muss auch noch ein bisschen auf den Riese aufpassen. Ja, okay, es geht eigentlich in Ordnung soweit. Ich denke, wir könnten fast einen Miner-Push versuchen. Ja, wir warten mal ab. Was macht er? Ja, da kommen wir schon mal ganz gut durch. Und ich denke, sobald er jetzt einen Golem setzen würde, könnten wir richtig hart pushen. Er kommt mit dem Golem. Das ist unser Zeichen. Los geht's. Sein Poison ist weg. Ich hoffe, dass wir jetzt richtig hart durchpushen können. Er bringt ein starkes Drachenbaby. Wir bringen noch einen Miner in den Turm. Das kann der 3-Counter-Win werden. Das ist richtig riskant, was ich jetzt hier gerade mache. Das ist der 3-Counter-Win. Das ist der 3-Counter-Win live. Meine Güte, zweimal mit 3 Kronen live gewonnen. Hier ist auch gegen Golem Reaper. Wow. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich weiß, dass ich mit dem Deck vielleicht auch etwas höher sein könnte. Ich meine, ich habe immerhin den Riesen maxed. Was jetzt auch geil war, wir haben nicht so viel... Wir haben schon viel mit dem Miner gearbeitet, aber der Miner... Weil den Match ist halt jetzt jeweils nicht so entscheidend. Da haben wir auch viel mit den Riesen. Problem ist halt, wenn man nicht mit den ganzen Max-Karten arbeiten kann. Wenn der Gegner zum Beispiel Pfeile hat, das haben sie leider sehr, sehr oft. Oder auch Tornado haben sie leider auch sehr oft. Oder auch Eisgeist und Sepp. Also es gibt halt wirklich so viel, was uns kontert. Dann kann man halt wirklich schlecht mit unseren Karten wie Minions und Minion Horde arbeiten. Dann muss man halt einmal eher mit Zaubern und Miner arbeiten. Problem ist dann halt nur, dass die Karten halt wirklich 2 Level unter Max sind.
Das heißt, das wird nichts, wenn man mit Miner arbeiten will. Man muss halt wirklich versuchen, mit Riese zu arbeiten. Und wenn es der Gegner da mal kontert, den Riesen, dann können wir den Miner nicht auspacken, ganz einfach, weil er zu unterlevelt ist. Trotzdem, auf jeden Fall eine erfolgreiche Folge. Wir schauen gerade mal, wie hoch der Gegner war. Ja gut, der war schon mal bei 5648, der Saison war jetzt nicht so krass. Schauen wir doch unseren Lokalrang noch zum Abschluss. Der ist ja immer interessant. Lokal sind wir damit jetzt auf Platz. Reicht's für die Top 50? Ich glaube nicht. Nee, 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 reicht überhaupt nicht. Oh Gott, dann weit nicht. Oder sind wir weit hinten? Ja gut, 84 ist da noch. 84 ist da, wir waren schon Top 30. Zwischendrin sind es ein bisschen getroppt. Aber ich finde, es geht in Ordnung, vor allem weil ich das Deck auch nicht so gut spielen kann. Und weil halt meiner Meinung nach die Hauptkarte mit meiner wirklich unterlevelt ist und weil auch die Zauber halt nicht so hoch sind. So ein Level 9 Feuerball macht, glaube ich, auch immerhin 100 Schaden weniger als ein Level 11 Feuerball. Genug geredet. Wie gesagt, wenn ihr Clash of Clans sehen wollt, lasst einfach einen Kommentar oder so da. Ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.